Ja, unsere U13-Junioren sind heute auch im Einsatz. Heute wird das Spiel gegen Schalke 04 ausgetragen. Ich drehe mich mal. Da drüben sind die Knappen und hier sind unsere Zebras. Und wir schauen mal rein in die erste Halbzeit. Mal gucken, wer hier die Oberhand behält. So, es ist angerichtet zwischen dem Derby, zwischen MSV Duisburg und Schalke 04. Schiedsrichter Walid Elahoui, er pfeift die Partie an und auf geht's. Und es geht auch schon direkt los. Wir gehen in die dritte Minute und da sind die Zebras im Angriff, spielen hier wunderbar über außen, über den schnellen Emin Cengiz und er macht es, das 1:0 und das direkt am Anfang der Begegnung, sensationell. Ja, da waren die Knappen total überrascht und der Treffer, der war wirklich toll herausgespielt und ja, da geht's doch schon gut los für den MSV. Ja, die Gäste ließen da nicht lange warten hier mit einer Standardsituation. Da kommt der Freistoß rein und Kopfball. Aber das ist doch kein Problem für den Duisburger Keeper Tim Sweetser. Großes Interesse hier für diese Begegnung, U13-Ebene. Viele Zuschauer da und die wollten eine gute Partie sehen. Und ich denke, das sahen sie auch. Die Schalker mit ihren großen Spielern waren sehr bemüht, jetzt hier auf den Ausgleich zu kommen. Und die Abschlüsse wurden immer aus der zweiten Reihe gesucht. Ein bisschen Unsicherheit, aber dann wird der Ball geklärt. Viele Standardsituationen, jetzt ein Freistoß für die Duisburger Kapitän Yassin Aydin. Er legt sich den Ball zurecht, haut drauf und der Ball wird lang. Oh, auf die Latte. Glück für Schalke. Wir springen in die 17. Minute. Hier diese Szene zeigt, wie das Spiel war. Die Duisburger versuchten, den Ball zügig in die Spitze zu spielen. Die Schalker wehren ab und versuchen mit langen Bällen ihre Spitzen zu suchen. Und jetzt sind die Schalker mal durch. Da kommt er in den 16er. Alexander Lukassen kommt von hinten. Oh, wir sehen noch mal hier in dieser Szene. Der Ellbogen geht raus und gibt ihm einen Stoß. Und der Schiedsrichter hat das zum Anlass genommen, Elfmeter zu pfeifen. Blankes Entsetzen auf Seiten der Duisburger. Alexander Lukassen kann es gar nicht glauben. Er versucht nochmal mit dem Schiedsrichter hier zu diskutieren, aber der Schiri hat entschieden und somit für Schalke die Möglichkeit, das 1:1 zu erzielen. Und da ist es auch ganz sicher und trocken den Elfer verwandelt. Ja, dann war Trinkpause. 5 Minuten hat dann jedes Team nochmal Luft zu holen und sich nochmal neu zu orientieren. Und auch hier die Duisburger Trainer stellen die Mannschaft nochmal richtig ein. Aber sie waren eigentlich ganz gut im Spiel. Sie machten das gut. Sie kämpften und suchten die Zweikämpfe. Man muss einfach nur daran anknüpfen. Und so taten die das auch, wenn die Schalker immer wieder zu Chancen kamen, wie hier. Die Duisburger versteckten sich keineswegs. Hier wieder ein langer Ball und oh, Probleme für den Keeper, aber er kann klären. Und die Duisburger spielten richtig gut. Man versuchte immer wieder die Außen zu besetzen und das gelang auch oft sehr gut. Und jetzt wieder der schnelle Emin Cengiz. Er kommt nach innen, da kommt der Pass rein und ah, der Keeper kann klären. Möglichkeit für den MSV, aber die Duisburger bleiben dran und behielten hier ihre Übersicht. Da kommt die Flanke rein, Schalke kann klären. Ja, es ging hier schon manchmal rauf und runter und nochmal ein Schuss, aber keine Probleme für S04. Dann war Halbzeit 1:1 hier in dieser kämpferischen, guten ersten Hälfte. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Im ersten Durchgang pressten die Duisburger schon sehr hoch. Das schmeckte den Knappen überhaupt nicht. Und man merkte schon, dass die Schalker damit Probleme hatten. Mal schauen, wie die Duisburger jetzt hier im zweiten Durchgang, wie sie hier weitermachen. Und die Schalker immer wieder mit ihren langen Leuten. Man hörte immer wieder Schieß, Schieß. Und das versuchten sie auch. Sie versuchten ihre großen Spieler anzuspielen und aber die Duisburger hielten mit allem, was sie hatten, dagegen und das machte richtig Freude zu sehen, mit wie viel Leidenschaft die Zebras hier kämpften. Glück muss man sich erarbeiten, das taten die Duisburger, die Latte rettet, aber Schiedsrichter entschied auch auf Abseits. Ja, es gab leider nicht mehr ganz so viele Szenen. Ich nehme es vorweg, hier Trainer Matthias Japsen guckt schon auf die Uhr. Wir sind nämlich schon am Schluss. Es gibt nochmal Freistoß für die Knappen. Der Torhüter der Knappen kommt mit nach vorne. Auch ein Riese, der früher beim MSV gespielt hat. Und der Ball geht drüber. Ja, und dann sollte es auch schon gewesen sein. Freude auf Seiten der Zebras. Das können sie auch. Sie haben sich dieses Unentschieden hier wirklich erkämpft und auch total verdient. Also ich kann nur
sagen, sensationell. Es hat Spaß gemacht. Überragende Leistung. Von jedem Einzelnen. Ja? Egal, ob die Startelf es ist, ob die Jungs es, die reinkamen. Überragende Leistung. Team. Ja, alles reingehauen, was ging. Und ihr habt euch den Punkt, mindestens den Punkt verdient. Ja, wenn ich sogar den Sieg bei so einer Laufleistung, bei so einer Zweikampfhärte, ihr habt das richtig geil gemacht. Was eine geile Teamleistung, da könnt ihr richtig stolz drauf sein. Ja, und dann möchte ich gleich, wenn wir den Kreis auflösen, mal richtig ausrasten. Ja, weil das einfach geil war. Richtig geiler Tag.